Hallo, ich bin die Ella vom Café Heiderand aus Dresden. Ich möchte euch heute ein tolles Rezept zeigen. Spinat-Erdbeersahnetorte. Der Boden besteht aus Spinat, Eier, Zucker, Mehl und Öl. Der gefrorene Blattspinat muss man erstmal auftauen und dann richtig ausdrücken, dass das Wasser richtig rauskommt. Wenn man den Teig macht, sollte man die Eier trennen. Zuerst wurden die Eier cremig geschlagen und nach wurde Zucker reingegeben. Nach 3-4 Minuten ist entstanden eine cremige Eiermasse mit Zucker. So, jetzt müssen wir das Mehl drüber sieben, dass der Biskuit ein bisschen Luft kriegt. Und vorsichtig unterrühren. Und nach können wir dann wieder mit Öl reingießen. Wenn die ganzen Zutaten verbunden sind, entsteht eine cremige Masse. Zum Schluss kommt diese gehackte Blattspinat. Den muss man auch vorsichtig unterrühren. Die Eiermasse. Ihr könnt das backen in ein Blech oder in eine Springform, wenn Sie haben. Mein Tipp oder mein Trick ist, ich mache gerne mit solchen Trockenring auf dem Blech und das gelingt mir eigentlich ganz gut. Und die Torte ist schön groß. Jetzt verteilen wir das schön auf dem Blech, gleichmäßig. Ich backe das in Umluft bei 160 Grad, ca. 30 bis 35 Minuten. Währenddessen den Teig backt, bereiten wir die Füllung für die Torte. Und da sind die folgenden Zutaten. Naturjoghurt, da verwende ich gerne den griechischen Joghurt. Der ist schön cremig und schmeckt ganz gut. Dann Schlagsahne, 3 Becher. Die ausgepresste Zitrone, 3 Päckchen gemahlene Gelatine und die klein geschnittene Erdbeeren. Zuerst nehmen wir den Joghurt und tun wir in die Rührschüssel. Auch verwenden wir den mageren, sag ich mal. Durch die Gelatine, das bindet das sowieso, also da ist der Fettgehalt, sage ich mal, nicht so sehr wichtig. Ja, als nächstes nur noch Zucker reintun. So. Und ausgepresste Zitronensaft. Und das wird jetzt schön gerührt. Zwischendurch muss ich die Gelatine mit kleines bisschen Wasser umrühren und dann auflösen. Jetzt ist die Gelatine aufgelöst. Jetzt müssen wir die als nächstes mit 2-3 Löffel Joghurtmasse umrühren. Darf man das nicht zusammen gleich rühren, sonst entstehen solche Klümpchen. Und bevor man reintut in die gesamte Masse, muss man erstmal mit ein paar Löffel Joghurt umrühren. So ist die Masse fertig. Als nächstes machen wir die Schlagsahne. Die ist richtig steif geschlagen und dann unter die Joghurtmasse unterrührt. So. Tun wir unter die Masse umrühren. Jetzt ist unser Spinat-Biskuitteig fertig. Jetzt muss ich den halbieren und dann füllen wir die Joghurtmasse rein. Schön durchschneiden. Den Teig legen wir auf die Holzbrett.
Und sie dann den Tortenring wieder noch mal drauf stellen und die Joghurtmasse füllen. Gleichmäßig verteilen auf den ganzen Kuchen. So. Und jetzt decken wir den anderen Boden wieder oben drauf. So. Ein bisschen drauf drücken. So, als nächstes lösen wir den Ring vom Torte und tue ich die schön dekorieren, weil die Auge ist immer mit. Dann tun wir als nächstes mit Schlagsahne. Verteilen wir die glatt auf die Oberfläche. Zum Abschluss verteilen wir Schokoladestreusel über alle. Man kann je nachdem, was man zu Hause hat, mit Pistazien oder mit anderen Dekorationen das machen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de